Liebe Freunde der gepflegten Abendunterhaltung, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um den deutschen Schlager leben zu lassen, und zwar hoch. Wie sagte schon der berühmte deutsche Gebrauchslyriker Gildo Horn, ich find Schlager toll, ich find mit diesem Satzlager ganz weit vorn, der Horn. Denn ich bin sicher, das kollektive Herabsinken der bundesdeutschen Mundwinkel weist eine perfekte Korrelation auf zum Niedergang des deutschen Schlagers. Diese Entwicklung gilt es umzukehren. Wir brauchen endlich wieder deutschen Schlager in den Radios, in den Fahrstühlen und vor allem auch in allen Aldi- und Lidl-Märkten. Wir fordern ultimativ die Rückkehr der ZDF-Hitparade auch in der ARD. Samstag, 18. Januar 1969, 19.30 Uhr und 41 Sekunden. Hier ist Berlin. Was würde das bedeuten? Es würde zu einem Mehr an Lachen kommen, einem Mehr an Optimismus. Die Volksgesundheit würde erhöht, die Krankenkassen würden Überschüsse erwirtschaften, die natürlich sofort wieder in neue Tonstudios und Schlagerstationen investiert würden, was wiederum neue Arbeitsplätze schaffen würde. Ich meine, fragen Sie sich doch mal selber, haben Sie nicht auch den Eindruck, wir sind vor 30 Jahren alle fröhlicher gewesen? Wissen Sie, woran das liegt? Wir sind vor 30 Jahren alle fröhlicher gewesen. Denn schließlich waren wir uns ja sicher. Schön ist es auf der Welt zu sein, sagt die Liebe zu dem Stadtgespann. Der deutsche Schlager begleitete uns durch das Leben. Er begleitete uns durch den Tag. Ich meine, wie wurden wir am Morgen geweckt? Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Und dabei war es völlig wurscht, ob man jetzt gerade berufstätig war. Irgendwer baggert da zu spät noch am Baggerlo. Oder vielleicht Hausfrau und Mutter. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Ja, damals hatten wir noch Träume. Gut, Urlaub konnten wir uns nur im Harz oder an der Ostsee leisten. Aber in unserer Fantasie, da reisten wir zu den schönsten Stränden dieser Erde. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun, als ob das Leben eine schöne Reise wäre. Komm ein bisschen mit nach Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren. Wo wir gerade bei Bohren sind. Bora, Bora. Selbst wenn sich einer mit Erdkunde überhaupt nicht auskannte, auch für den hatte der deutsche Schlager eine Lösung. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Und diese sehnsuchtsvollen Reisen unserer Fantasie, die unternahmen wir natürlich nie alleine. Nein, wir hatten eine wunderschöne Frau dabei. Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Und da war ja nicht nur Maya, wir hatten ja auch noch und Bianca, nicht zu vergessen, Michaela, und vor allem Heidi. Und auch die Frauen wussten, was sie wollten. Die Frauen wollten uns. Immer anders, immer anders. Wir waren den Weibern nie gut genug. Am besten sollten wir gefährliche Berufe haben. Ich will den Cowboy als Mann. Wir sollten möglichst geheimnisvoll sein. Schöne fremde Mann. Oder zumindest gebildet. Manche ganz besonders wilde Weiber wollten sogar einen flotten Dreier. Zwei kleine Italiener. Die Fantasie auf der einen Seite, die Realität auf der anderen Seite. Da kam es natürlich schon mal zu kleineren Reibereien. Manchmal sogar zu handfesten Streitigkeiten. Samstagsabends. Sie wollte unbedingt ins Theater, Theater. Und er wollte eigentlich nur in die kleine Kneipe in unserer Straße. Na, da ging er dann ja wohl alleine hin. Trank so ungefähr sieben Fässer Wein, können uns nicht gefährlich sein. Und am nächsten Morgen, da war die Ehefrau sowas von stinksauer. Steh. Er wusste überhaupt nicht, warum.
Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Er hatte den totalen Filmriss. Man ist ja auch klar nach. Sieben Fässer Wein können uns nicht gefährlich sein. Aber so im Laufe des Vormittags, da fiel ihm alles wieder ein. Immer wieder sonntags kommt die Erinnerung. Richtig, da war doch diese Zuckerpuppe aus der Bauchtanzpuppe. Dann ging die Tür auf, da kam Mademoiselle. Und danach eigentlich nur noch Anita und Bianca. Ja, und natürlich Heidi. Richtig, Heidi gleich zweimal. Aber sie verzieh ihm immer wieder, denn sie wusste ja, Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Und wenn er ihr dann ganz leise ins Ohr flüsterte, was er sich so sehr wünscht. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsch ich mir. Dann fehlte eigentlich nur noch ein dahingehauchtes. Hey, komm unter meine Decke. Und stopp. Und stopp. An dieser Stelle würde ein dahergelaufener Gangster-Rapper schamhaargenau und mit den unflätigsten Worten, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, beschreiben, was unter dieser Decke vor sich ging. Das hatte der deutsche Schlager nie nötig. Der deutsche Schlager hatte immer mehr Niveau. Mehr Niveau, ohne deshalb weniger aussagekräftig zu sein. Natürlich könnte man auch im deutschen Schlager jederzeit beschreiben, was unter dieser Decke vor sich ging. Zum Beispiel so. Thank you.